Hi, wir sind heute auf Dunsterburg Castle. Eine ganz wunderbare Burg. Erstmal mussten wir hier wirklich ein paar Kilometer laufen. Das ist hier nicht so, dass es einen Parkplatz direkt an der Burg gäbe, sondern man läuft ewig über Schafswiesen hier am Meer entlang. Es ist wirklich unglaublich schön. Gelegen ist das Ganze an einem winzig kleinen Dörfchen mit einem Pub und einer Fischräucherei. Und jetzt sind wir angekommen und wollen euch etwas über Dunsterburg Castle erzählen. Das Faszinierende an der englischen Geschichte ist, dass England im Mittelalter kein wirklich homogener Staat war, in dem es einen König gab, der einfach mit eiserner Hand über alles herrschte. Das englische Mittelalter war eine Zeit von ganz, ganz vielen Kriegen auf der Insel selbst. Und diese Burg ist ein Zeichen dafür, in doppelter Hinsicht. Sie wurde 1313 von Thomas, dem Earl of Lancaster, erbaut. Ein Cousin von Edward II., damals König von England. Und man hat sich lange gefragt, was war eigentlich der Sinn von einem so riesigen Bauwerk hier an der Küste, weit ab von allen Straßen, weit ab von allen wichtigen Örtlichkeiten. Diese Burg hätte England nicht vor schottischen Einfällen schützen können. Das waren alles keine sinnigen Erklärungen, warum sie hier gebaut wurde. Und da kommt erst die moderne Geschichtswissenschaft und interpretiert so ein Bauwerk etwas anders, nämlich wirklich mit Hilfe von Sozialgeschichte. Diese Burg wurde in erster Linie dazu erbaut, um anzugeben. Sie hatte zwar auch einen Verteidigungswert, der mehrmals unter Beweis gestellt wurde. 1460 in den Rosenkriegen wurde sie zweimal belagert gleich. Aber 1313, als sie erbaut wurde, ging es wirklich darum, anzugeben. Es ging darum, einen wirklich grandiosen Blick vom Meer zu ermöglichen. Das war die gediegene Art, wirklich anzukommen hier. Das heißt, 2003 hat man hier tatsächlich sogar Reste eines Hafens gefunden. Besonders schick war es also, wenn der Baron Gäste hatte, dass man hier übers Meer ankam und von dort bot sich der beste Blick auf die Burg, auf diese beiden Türme des Torhauses, in dem wir hier gerade stehen. Hier schauen wir gerade in die Richtung, aus der wir gekommen sind, um die Burg zu besuchen. Aber es ist gleichzeitig die Richtung, aus der gehobene Gäste gekommen wären, um die Burg zu besuchen. Vielleicht zum ersten Mal. Und es ist auch die Richtung, in die man am meisten beeindrucken wollte. Dort hinter mir hat man 2003 bei archäologischen Untersuchungen Reste eines Hafens gefunden. Und dieser Hafen war nicht nur dazu da, um die Burg mit Gütern über See zu versorgen. Dazu hatte man hier Ländereien, die das durchaus auch konnten. Der Hafen sollte vor allem als Anlegestelle für gehobene Gäste dienen, die hier ankamen und zur Burg hoch begleitet wurden. So beeindruckend die nackten Ruinen heute immer noch sind, das war natürlich nicht der Blick, den man damals hatte. Man muss sich hier ganz viel vorstellen. Zum Beispiel lagen in den Hügeln hinter mir viele Süßwasserseen. Künstlich angelegt hatten die zwei Funktionen. Erstmal, um für Trinkwasser für das Vieh zu sorgen. Aber es gab eine zweite rein kosmetische Funktion. Da ging es darum, dass die Türme dieser Burg sich in diesem Wasser spiegeln sollten, um wirklich so einen Effekt von Camelot zu erzeugen. Und auch das war kein Zufall. Ideen, Legenden von Camelot waren damals, Anfang des 14. Jahrhunderts, sehr beliebt. Da wurde gerade in England ein wunderschöner Artus-Roman herausgegeben, quasi geschrieben, bemalt, erschaffen. Und der wurde viel gelesen, viel rezipiert, wie die ganze Artus-Legende eigentlich im Spätmittelalter sehr viel gelesen wurde und uns ganz viel erklärt, wie Könige sich selbst gesehen haben und wie sie sich präsentieren wollten. Dass wir hier überhaupt runde Türme haben, hat auch was damit zu tun.
Thomas wollte keine Burg, wie sie hier alle anderen haben, mit eckigen Türmen. Der wollte runde Türme. Und runde Türme hat man damals vor allem in Frankreich gebaut und bei den Burgen des Königs selbst. Und Historiker schließen daraus, dass das eben uns zeigt, wie Thomas of Lancaster sich selbst gesehen hat, nämlich als Anwärter auf eine Position gleich der des Königs. Hier stehen wir vor dem Lilburn Tower, benannt nach Sir John de Lilburn. Der war hier Kastellan eine ganze Weile, eingesetzt von Thomas of Lancaster, und der war ein unglaublich interessanter Charakter. Thomas of Lancaster war kein großer Freund des Königs. Das Schlimmste, was er sich dazu hat zu Schulden kommen lassen, war die Entführung und Tötung eines der Lieblinge des Königs. Das hat dieser ihm seinen Lebtag lang nicht verziehen. Aber es war auch nicht so schlimm. Die beiden hatten eh noch offenen Krieg später miteinander. Das gipfelte 1322 in richtigen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen antiroyalistischen, also gegen den König gerichteten Baronen und der Armee des Königs. Lilburn jetzt, nachdem dieser Turm benannt ist, war einfach ein Räuber. Der Mann hatte ein bisschen Land, aber verdingte sich in erster Linie als notorischer Tunichtgut. Er hat ein paar Leute gehängt, ein paar umgebracht, ein paar entführt. Und das Ganze gipfelte irgendwann mal darin, dass er sogar zwei Bischöfe entführte. Das ist eine wirklich reichhaltige Vita. Und dass so jemand dann von Thomas of Lancaster wirklich einen Job angeboten kriegt und sagt, ach komm, du hast mir so gute Dienste geleistet, das ist so tolle Arbeit, die du da machst als Räuberhauptmann, dass du von mir jetzt diesen Job auf der Burg kriegst, das sagt schon alles über die Verhältnisse damals. Interessanterweise hat sich die Einstellung von Lilburn für Lancaster nicht ausgezahlt. Denn ein Mann, der so oft die Fronten gewechselt hatte, tat das nämlich nochmal. Und bei der finalen Schlacht zwischen den antiroyalistischen Truppen und denen des Königs 1322 tat Lilburn, was er immer tat. Er hat nämlich nochmal die Seiten gewechselt und kämpfte schließlich und endlich auf Seiten des Königs. Danke, dass ihr zugeguckt habt bei unserer Kurzdoku über Dunstable Castle. Wenn es euch gefallen hat, wir machen noch mehr davon. Like das Video, abonniert unseren Kanal und denkt an die Glocke für die Benachrichtigungen. Viel Spaß noch. Ciao.